ist definitiv größer als das letzte. Kannst du sehen? Hör zu, fahr ans Ufer, so schnell du kannst. Dad! David! David! An alle da draußen und hier in der Heimat, dies ist das letzte Gefecht der Menschheit. Was wir in den nächsten 12 Minuten tun, wird die Menschheit entweder retten oder auslöschen. Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Gehst du mit deinem Vater zur Jubiläumsfeier? Ohne ihn wären wir heute nicht hier. 1996 entkam die Welt an diesem Tag mit knapper Not ihrer Vernichtung. Ihr Vater war der mutigste Mann, den ich kannte. Wir alle haben jemanden verloren, den wir lieben. Aber durch ihr Opfer fanden wir die Technologie, um die Erde stärker und sicherer zu machen. Denn unser Überleben ist nur möglich, wenn wir alle zusammenstehen. Ein Notruf. Warum schreien Sie so? Sie schreien nicht. Sie jubeln. Sie kommen wieder. Es hat eine eigene Gravitation. Was hochsteigt, muss auch wieder runter. Komm. Auf eure Position. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. War gar nicht so schlimm. Naja, den Fusionsantrieb habe ich noch nicht reingehauen. Hä? Sie haben eine meiner Schlepper zerstört. Was, das? Ach, das ist doch nur halb so wild. Er repariert das. Mach dich bereit für eine unheimliche Begegnung! Sollten wir nicht nervös sein? Ja. Unser ganzes Leben haben wir auf diesen Moment hingearbeitet. Es landet aus dem Atlantik! Auf welchem Teil? Auf den ganzen! Lasst sie dafür büßen. Freundschaften suche ich da oben keine. Machen wir ihnen klar, dass wir uns die Erde nicht wegnehmen lassen. Alle Jäger ausweichen, ausweichen! Ich hatte Jahre, um uns vorzubereiten. Wir stürzen ab! Wir hatten nie eine Chance. Hatten wir letztes Mal auch nicht. Wir haben eine ganze Generation davon überzeugt, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Wir opfern uns füreinander, koste es, was es wolle. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist der 4. Juli. Sorgen wir fürs Feuerwerk. Festhalten! Die zerstören gern Wahrzeichen.